mit, aber er scheint offensichtlich mehr oder weniger etwas zu verlieren. Jedenfalls könnte ich in dieser Rauchwolke nichts tun. Wir gehen zu Dollar einen chancenlos. Mit Problemen, hat ein Rad verloren, rutscht jetzt quer über die Zielgerade, schafft es noch vor der Leitplanke stehen zu bleiben. Alles gut gegangen. Oh, das sah sehr gefährlich aus. Radaufhängungsbruch, vorn rechts, der Reifen davon geflogen, nur noch die Felge dran. Na, das ist gar nicht Hesemanns, das ist Ludwig. Klaus Ludwig, den habe ich im ersten Moment verwechselt mit Twan Hesemanns. Das war nicht genau zu sehen, weil die Autos ja gleich lackiert sind. Hesemanns hat die gleiche Lackierung wie Ludwig und Fitzpatrick. Der Führende also draußen. Klaus Ludwig aus dem Rennen. Gegner, er kann es jetzt ruhig angehen lassen. Nur noch wenige Runden zu fahren. 13 Runden noch. Wir wollen mal schauen, ob wir den Klaus Ludwig eventuell noch vors Mikro kriegen am Ende des Rennens. Kalli Hufstadt wird sicher noch einmal bereitstehen. Vielleicht gibt es auch schon erste konkretere Informationen.